irgendeine Idee, wo das Notizbuch versteckt sein könnte? Das ist ein ziemlich großes Theater, weißt du? Ich fürchte nicht. Aber wie groß kann das schon sein? Ziemlich groß wahrscheinlich. Oh. Das ist nur die Lobby. Warte, bis du das Auditorium siehst. Ich lass dich mal suchen und kümmere mich so lange um ein paar Probleme mit den meteorologischen Geräten. Ich melde mich später, in Ordnung? Klar, das könnte etwas dauern. Es tut mir schrecklich leid, aber die Tower-Upgrades haben länger nach meiner Aufmerksamkeit verlangt, als ich erwartet hätte. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu lange warten lassen. Kein Stück, Sir. Ich lerne immer noch, wie man sich am besten hier auf der Helios bewegt. So viele Etagen, so viel zu sehen. Ziemlich. Aber ich habe das Beste bis zum Schluss aufbewahrt, meine Liebe. Das Grand Theater der Helios. Sollen wir? Unbedingt. Geht's auch nicht hoch. Gut, weniger zu durchsuchen. Dies, Frau Archer, ist das Grand Theater der Helios. Wow! Freut mich, dass es Ihnen gefällt. Wir hatten dieses Jahr einen exquisiten Spielplan. Und wenn Sie genau hinschauen, dort oben, das ist Ihr privater Balkon, von wo aus Sie alle Stücke sehen können. Dieser Balkon gehörte mir, aber akzeptieren Sie ihn als Ihr Willkommensgeschenk und als Beweis meiner Anerkennung Ihrer wissenschaftlichen Leistungen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Sir. Oh, das ist das Mindeste, was ich tun kann. Und bitte, nennen Sie mich Nicola. Vielen Dank. Aber was werden die Leute sagen? Werden Sie nicht reden? Ich? Auf Ihrem Balkon? Es ist nicht meiner, nicht mehr. Und die Leute werden immer reden, das kümmert mich reichlich wenig. Kommen Sie, ich zeige Ihnen die Aussicht. Natürlich! Reichlich oder ein wenig? Ein privater Balkon? Würdest du deine Aufzeichnungen dort verstecken, Ada? Jo! Ich bin ja schon auf dem Weg. Außerdem ist die Mission so, also ist das richtig. Sie wollte ich schon immer mal live sehen. Upsi, nein, da gehen wir nicht rein. Aber ich kann mich vielleicht vorbeischlängeln. Na. Wie muss ich das machen? Mich hier hin und dann... Ja. Ja, Schritt für Schritt. Von da ab war es nur noch eine Frage, es zu bauen. Aber genug über mich. Was ist mit Ihnen, Ada? Ihrer Familie? Sie haben eine Schwester, nicht wahr? Ja, Rose.
Rose Archer. Und wenn Sie mich für stur halten, warten Sie, bis Sie meine Schwester kennenlernen. Was macht sie beruflich? Sie ist Journalistin. Ist das so? Ist sie gut? Die Beste. Oh, Kuchen. Yummy, yummy, yummy. Niki? Ist das der Balkon? Oh, das ist der nächste. Eigentlich müsste es ja der nächste sein, weil der Nikola ja mit der Ada weitergegangen ist. Herausgerissene Seite aus einem Tagebuch. Zweiter Dienstag im September. Liebes Tagebuch. Heute hat Michael unsere Bierflaschen vertauscht und aus meiner getrunken. Ich habe ihn darauf hingewiesen und wir haben darüber gelacht. Wenn er das noch einmal macht, trete ich ihm auf den Hals, bis seine Luftröhre so verstopft ist wie die Toiletten auf der Helios. Er ist trotzdem ein netter Kerl und er riecht gut nach Lavendel und Fisch. Was ist denn das für eine durchgeknallte? Komplett durchgeknallt. Kann ich hier lang gehen? Höp. Das sieht so aus, als ob hier den Träger hier. Das ist doch ein Stahlträger. Das geht doch. Das geht doch. Nur nicht nach unten gucken. Oh, ich hab nach unten geguckt, ich hab nach unten geguckt, ich hab nach unten geguckt. Ganz ruhig. Ein Blatt. Was war das für Scheiß? Ruhig. Ein Blatt, eine Zwiebel, irgendein Dreck. Irgendein Bullshit. So. Das ist mein Balkon, immer noch nicht. So. Aber ich habe das da umschifft. Ah, wir sind da. Ich hoffe, Sie haben während Ihres Aufenthalts auf der Helios viel Vergnügen daran. Das ist wundervoll. Ich kann Ihnen wirklich nicht genug danken. Unsinn, meine Liebe. Forschen Sie einfach weiter an Ihren Theorien. Das ist mehr als genug Dank. Ich glaube, Sie sind etwas Bahnbrechendem auf der Spur, Ada. Es fehlt nur noch der letzte Funke. Ich hoffe, die Helios kann Ihnen alle Ressourcen bieten, die wir dafür brauchen. Umgeschmissen. Wenn wir es schaffen, werden wir die Welt für immer verändern. Auf die Veränderung der Welt. Auf die Veränderung der Welt. Mhm. So, hier würde ich das jetzt irgendwo verstecken. Was haben wir da? Hier nicht. Na, was haben wir hier? Hier nicht. Boing. Kick. Schon. Du musst ihn finden, während ich mich durch eine weitere Laborabteilung kämpfe. Ich gebe dir einen Tipp. Bühnenmitte. Das ist alles? Damit lässt du mich allein? Viel Spaß. Bühnenmitte. Heilige Scheiße. Ada, ich kann dich hören. Dann lass dich mal untersuchen. Deine Schwester ist tot.
verstehe diese Vision von Ada immer noch nicht. Oder wie das Radio unser früheres Gespräch wiedergeben konnte. Aber es ist, als wäre sie immer noch hier und würde mich anleiten. Macbeth by William Shakespeare. 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 Maskenball. Moby Dick. In Ordnung. Bühnenmitte. Wie komme ich darauf? Mach mal einer das Licht an. Ich sehe doch hier nichts. Ich muss da lang und ganz weiter runter. Der große Fabrier. Schicker Schnurrbart. Ich wusste, dass Frauen draufstehen auf Schnurrbärte. So, Bühne. Oh, hier ist ungefähr die Mitte, vielleicht noch ein bisschen weiter nach hinten. Wo würde ich mich verstecken, wenn ich ein supergeheimes Forschungsnotizbuch wäre? Dann hätte ich keinen Verstand und könnte nicht entscheiden, wo ich mich verstecken wollte. Ich hätte keinen Willen. Naja, hier. Da war auch eine Leiter. The Rose? Ach, Ludwig! Nein, Ludwig! Erinnerst du dich an mich, Rose? Erinnerst du dich daran, was du getan hast? Ich hab... One way in, no way out. Tja, ich hab's lang gezögert, ob ich links oder rechts lang will. Jetzt renne ich mal nach links. Und wieder rechts. Und nochmal rechts. Und links. Und irgendwie muss ich halt weg. Tja, ich glaube, ich habe nicht richtig gedrückt. Nein, ich habe schon richtig gedrückt, aber ich glaube, ich muss das Drücksymbol sehen, wenn ich das den Knopf drücke. Aber so schlecht war das ja nicht. Links. Ja, ich bin an der Ecke hängen geblieben.
Ja, komm, gib mir nochmal das Messer. Und ich beschmeiß dich dafür mit Marmelade, mit Erdbeermarmelade. Renn, raus, renn. Renn, 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 jetzt. Ah, ich bin an der Kiste hängen geblieben. Es ist ein Speed-Geschicklichkeitsspiel, das passt überhaupt gar nicht so zu dem Rest des Spieles, finde ich. Naja, aber die Sequenzen sind immer nur kurz. Mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen wahrscheinlich. Ja, links war nicht richtig. Ja, komm, stech mich ab. Der steht auf Erdbeermarmelade. Merkst du es nicht? Du kannst mich nicht töten. Ich komme immer wieder. Ich bin viel stärker als du. Ich bin unsterblich. Falsche Richtung. Nicht einmal links. Ja. Naja, ich verstehe. Ich muss noch eine Runde. Rechts wollen wir. Denn irgendwas bin ich hängen geblieben. Muss aber auch genau passen hier. Der Abstand ist irgendwie viel zu klein zwischen Ludwig und mir. Da hat man keine Chance. Ah doch, eine ganz kleine hat man. Das ist hier irgendwie nicht rechts lang. Und dann links. Und dann nochmal links. Und dann runter. Das ist beides möglich. Fällt mir fast besser. Ja, wie oft soll ich denn noch X drücken? Nein, ich renne hier rechts lang, das gefällt mir besser. Und führt auch zum Ziel. Jump, 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 jump. Wie oft soll ich denn da noch X drücken? Vielleicht darf ich dabei nicht rennen? Das möglich? Kann ich die Renntaste da unten loslassen? Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Ich lasse mich mal los. Drück XXXXXXXXXXXX. Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Ich stehe davor und drücke X. X, 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 X. Ah, jetzt hat er's. Scheiße! Wo ist er hin?
Ja. Solange er weg ist, ist doch gut. Trollolololololo. Da wo der Torso hängt, like her. Jetzt muss ich mich erstmal finden. Jetzt gehe ich hier rein. Ich renne mal nicht so. Ich finde mich dann eher. Nee, da geht's nicht lang. Was steht da? How do you want to die? Schmerzlos. Ah, dann hier lang. Lecker. Bleh. Den Trollolo hatte ich doch schon, oder? Da bin ich doch schon lang. Ich gehe mal nicht da lang, sondern... Jetzt bleibt mir nur die... I like her, Ryan. Was ist das hier? Mal gucken. Rose! Kann ich die einmal umwerfen? Ja. Ludwig, Ludwig und Ludwig. Rose! Autsch! Autsch, 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 Autsch. Wie, ich muss wieder ganz vorne einfangen, ne. By the end. Dann nehmen wir halt hier die rechte. Ludwig, Ludwig. Und XX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 
Unser kollektives Leid endet heute! Aha, in diesem Fall nicht folgen. Obwohl mal ein anderer Tod ist da auch mal. Hep, du sollst springen. Scheißspielsteuerung. Es reicht jetzt auch mit der Verfolgung wieder. Das mit dem Springen ist schrecklich. Ich guck mal jetzt extra ein bisschen nach unten. Ja, dann funktioniert's besser. Und schließ seinen Frieden. Unser kollektives Land. Erlaube ich nicht. Scheiße! Au! Oh, Trophy, hast du Aua gemacht? Oh, muss Rose sein. Burn. Oh, das explodiert. Cool. Tschüss, Ludwig. Es war nicht schön mit dir. Und ich bin froh, dich los zu sein. Bist du das? Du klingst furchtbar. Aubrey, wo zur Hölle warst du? Ich hätte dich vor 5 Minuten brauchen können. Du hast das Notizbuch gefunden, oder? Ich wette, du hast es. Richtig? So sein, richtig? Ja, Aubrey, ich habe das Notizbuch. Und dann bin ich Ludwig begegnet. Oh nein. Alles okay, Aubrey. Und zum Glück hat Ludwig Feuer gefangen, also ein Problem weniger. Wow, eine gute Nachricht nach der anderen. Was kommt als nächstes? Die schlechte Nachricht ist, ich habe mich verlaufen. Ich glaube, es gibt hier einen Aufzug, aber ich kann es nicht mit Gewissheit sagen. Es ist zu dunkel. Aha, kein Problem. Achte auf die Lampen um dich herum und sag mir Bescheid, sobald sie blinken. Ja? Klar. Was soll blinken? Nein, nichts. Warte! Jetzt, Aubrey! Jetzt! Oh, das ist Deck 66. Nächster Punkt. Dich zum Aufzug lotsen. Fantastisch, Aubrey. Ja, mach mal einen. Danke nochmal für alles. Ich werde mein Versprechen einlösen. Du hast keine Ahnung, wie gut das klingt. Warte, ich kümmere mich um die Türen. Ah. Wo geht's da lang? Oh Gott, verdammt! Was ist los? Da ist... widerlich. Da ist der Körper eines Mannes gekreuzigt an der Wand. Gibt es noch einen anderen Aufzug, den du raufschicken kannst? Ich würde lieber nicht... Es ist der einzige, Rose. Ich hasse diesen Ort so sehr. Tja, dann müssen wir uns mal arrangieren. Der gibt doch einen guten Sitzplatz ab. Ein Blatt rein. Ein Dorn raus. Danke, dass du das tust, Rose. Ja. Sehr bequem. Nicht mal ein Schotzi.
Der reichste Mann der Welt. Liefert drahtlosen Strom. Naja, das funktioniert ja nicht. So richtig mit dem drahtlosen Strom, oder? Kapitel 7. Der Twist der Iris.